Also das Young Coders Festival ist der erste Open Data Hackathon für Jugendliche in Österreich. Damit hat die Open Knowledge Foundation Österreich so ein Projekt auch in unser Land geholt. Es sind Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die für dieses Wochenende zusammengekommen sind, um mit offenen Daten zu experimentieren. Es waren Tiroler da, es waren Steirer da, es waren Oberösterreicher da, es waren Wienerinnen und Wiener da. Also sozusagen eine sehr bunte Mischung, die sich hier kennengelernt hat und dann in ganz gemischten Teams begonnen hat, sich Themen zu widmen. Unser Projekt heißt PingoFlag und wir bauen ein Programm zum Hinterlassen von Nachrichten und zwar weltweit auf der Landkarte. Unser Spiel heißt Block Pong. Es ist eine Mischung aus dem ersten Spiel Pong und Brick Breakers und wir haben hier beim Arbeiten sehr viel Spaß. Okay, unser Projekt heißt Treeguesser. Man kann damit mit Hilfe von den offenen Daten, die im Wiener Baumkataster verzeichnet sind, als Spiel das Alter von den Bäumen erraten in seiner Umgebung. Wir haben jetzt das Projekt Vergleichometer. Da haben wir Daten von Bundesländern, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeitenrate und die Schulen pro Quadratkilometer. Und da kann man eben zwei Bundesländer auswählen und die werden noch mit dem Österreich-Durchschnitt verglichen und so kann man sie ein Bild über die Bundesländer machen. Ja, wir holen uns die Open Data von der Statistik Austria und von AMS. Open Data ist im Grunde genommen mehrere Datensätze, auf die man als Programmierer zurückgreifen kann und auf denen basierend man Apps oder Webpages oder sonstiges entwickeln kann, so wie wir eben das gemacht haben. Es kann ein Wirtschaftsdatensatz, es kann ein Verwaltungsdatensatz sein und was Open Data ist, ist eigentlich die Quelle, um eine Idee eines Programms, um die Idee für neuen Code mit Leben zu erfüllen. Ganz viele Jugendliche eignen sich Programmierfähigkeiten autodidaktisch an, programmieren dann Coden alleine im Kinderzimmer und wiederum andere würden gerne programmieren oder coden und interessieren sich dafür, aber finden keinen Zugang. Und diese beiden Gruppen wollen wir hier beim Young Coders Festival verbinden. Beiden irgendwie die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, um deine Community zu finden. Die letzten zwei Tage waren sehr lehrreich. Vor allem mit dem Arbeiten in der Gruppe lernt man sehr viel dazu, weil alleine ist man beim Programmieren oft vor große Probleme gestellt und findet keine Lösungsansätze. Und das hat sich gemeinsam in der Gruppe hat sich das wirklich gut entwickelt. Das ist eben, finde ich, auch das Schöne am Programmieren und generell am Arbeiten mit Computern, dass man da eben unglaubliche Möglichkeiten hat, Neues zu lernen. Von dem Festival mitnehmen kann ich mir, wie man in Gruppen programmiert und was man alles machen kann mit offenen Quellcodes. Wir haben halt programmiert, wie man eine Karte macht und dann zum Beispiel Fahnen einsetzt und einen Text hinschreiben kann, dass auch wer anderer das dann lesen kann. Dieser Code zu verstehen oder wie die Systeme funktionieren, zu verstehen, das vermittelt auch neue Chancen, neue Perspektiven. Wir verwenden C# mit XNA Framework. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Stimmung sehr gut im Team und hat ein nettes Projekt ergeben. Also ich habe sehr viel gelernt, was das Coden betrifft, aber auch ganz einfach, dass in der Gruppe es sind Freundschaften entstanden. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Es hat mich echt weitergebracht. Ich werde nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn es ein Young Coders Festival gibt. Sicher.